Moin, hier ist wieder Alex von Aquifels Filmecke und heute gibt es ein Review zu Torture, Einladung zum Sterben, beziehungsweise im englischen Original Pledge, ganz simpel. Und ja, der Titel verrät eigentlich auch schon, worum es geht, denn der Film befasst sich ja mit dem Thema Studentenverbindung, beziehungsweise ne, die Aufnahmerituale des Ganzen, was sich ja durchaus auch für einen Horrorfilm eignet und ja, gar nicht so häufig in diesem Szenario so umgesetzt wird. Die Handlung ist natürlich relativ simpel. Wir haben hier drei ja, nerdige Dudes, die ja, angefangen haben zu studieren und jetzt natürlich einer coolen Studentenverbindung beitreten wollen, um ja, quasi nicht die ganze Zeit allein auf dem Zimmer zu sitzen und da irgendwie beten zu betteln zu müssen und beten zu müssen, dass sie auf eine coole Party kommen. Nein, die wollen mitten ins Highlife des Studentenlebens in eine Studentenverbindung und naja, werden meistens eher hier verhohlepiepelt und ja, kommen dann auf die Partys und heißt es, ja, weg Leute. Oder werden halt wirklich nur verarscht. Und na gut, da kommt es ihnen dann ganz recht, dass eine Einladung anscheinend ein bisschen ernst gemeinter ist und man ihnen nach der Party auch klar sagt, Leute, wir nehmen euch jetzt Pledges auf, ihr müsst jetzt beweisen, dass ihr das Zeug habt, das sind 2 Tage, ihr werdet physisch und psychisch an eure Grenzen gebracht und danach seid ihr Teil unserer tollen Verbindung. Dass das Ganze natürlich nicht ganz so toll ist, gerade diese 2 Tage, ergibt sich dann von selbst. Man erkennt schon, Hazing ist hier ein durchaus wichtiges Thema. Und ja, für Leute, die jetzt nicht wissen, was Hazing ist, es geht letztendlich darum, wir haben eine eingeschworene Gruppe von Menschen, ne, kann ein elitärer Club sein, kann ein Sportsteam sein, kann einfach nur eine Clique sein. Und man möchte letztendlich ja, jemanden prüfen, der sich dem Ganzen anschließen möchte, ob der auch das Zeug dazu hat. Und wo diese Initiationsriten, wie man das Ganze auch nennen kann, dann schnell mal ja, eskalieren und es dann halt nicht nur geht, beweis mal, dass du wirklich uns hier auch loyal gegenüber bist, sondern oder zeig uns, dass du was drauf hast, was unserer Gruppe hier hilft. Kann das auch schnell mal in Sachen ausarten, dass Leute einfach erstmal gequält werden und sie zeigen müssen, dass sie den Willen haben, dabei zu sein. Also dieser unbedingte Wille, ich will dabei sein, egal was er mir jetzt antut. Ja, und das haben, wie gesagt, haben wir bei vielen, in vielen Bereichen auch durchaus mal ein bisschen heftiger. Bei dem Film Pledge oder Torture, Einladung zum Sterben, logischerweise bei den amerikanischen Studentenverbindungen. Und ja, da sind in der Vergangenheit halt immer wieder Todesfälle aufgetreten, dass Leute sich zu Tode gesoffen haben und ja, auch andere Sachen. Ist halt auch von daher ein schwieriges Thema, nicht nur, weil das oft sehr krass ist, sondern weil natürlich die Leute, die sowas hinter sich haben, häufig dann nicht drüber reden, weil sie es ja auch dann wieder anderen antun, wenn die zeigen müssen, dass sie dazugehören wollen. Ja, und die Leute, die dann halt darüber berichten, nachdem sie abgelehnt wurden, da ist es halt auch immer leicht gegen zu argumentieren, ja, du bist doch nur frustriert, dass wir dich nicht haben wollten. Könnt hier 20 Leute fragen, die alle dabei sind, findet sowas statt? Nö. Ne, oder das sind nur harmlose Spiele. Ist halt deswegen auch immer ein schwieriges Thema und naja, ich sag mal so, sehr vieles deutet darauf hin, dass gewisse Studentenverbindungen da auch wirklich sehr über die Stränge schlagen. Ob das jetzt so krass ist wie hier in dem Film oder in vergleichbarem Film aus dem Horror-Sujet, sei mal dahingestellt. Aber gut, muss man sich jetzt natürlich auch ein bisschen fragen, was gibt es noch für gerade Horrorfilme, die auch in die Richtung gehen. Es gibt ja auch andere Filme wie Burning Sands, jetzt eins der jüngeren Beispiele von Netflix, der das Ganze eher als Drama aufzieht mit dem Hazing. Puh, ja. Fällt mir spontan ehrlich gesagt nur Pledge Night oder halt Death Night ein. Und ja, muss man schon sagen, Torture hat natürlich dasselbe Grundprinzip. Ne? Eine Gruppe Pledges, will in eine Studentenverbindung, müssen eine Menge Scheiß über sich ergehen lassen, passieren auch ein paar ungünstige Dinge, auch einiges an Folter und ähnlichem. Ja, nur irgendwie hat Torture hier, muss ich für mich auch sagen, den etwas überzeugenderen Ton, weil Pledge Night oder Death Night halt ja, sehr trashig daherkommt, mit ja, sehr viel albernem Humor und dann fast schon wieder was eher von diesen ja, ganzen Komödien aus dem Bereich hat. Es gibt ja auch viele Komödien, die sich mit Studentenverbindungen befassen. Da ist so Hazing irgendwie nie so ganz das Thema, weil es halt auch kein lustiges Thema ist. Nee, da finde ich die Herangehensweise von Torture aber schon
interessanter und besser und auch passiger für das Thema, dass man halt hier keine Gaudi draus macht, sondern wirklich einen düsteren und bösen Film dreht. Wobei man auch hier wieder sagen kann, ja, Horrorfilme eignen sich natürlich dafür, um diese Tour de France, die manche da durchstehen müssen, rüberzubringen. Aber fragt man sich halt immer, ist es nicht sinnvoller, das Ganze als ernstes Drama rüberzubringen, als Horrorfilm mit einigen ja, durchaus dramatischen Aspekten. Aber trotzdem finde ich die Herangehensweise von Torture da schon besser als bei ja, dem einzigen vergleichbaren Horrorfilm in dem Bereich, der mir da spontan einfällt. Nun, der Film heißt im Deutschen zumindest Torture und Einladung zum Sterben. Und das zeigt ja auch schon, dass hier das Hazing halt auch ein bisschen derber ist. Ich muss jetzt sagen, der Film ist keine Splattergranate, hat aber schon ein paar fiese Szenen. Und vor allen Dingen nicht nur fiese Szenen im Sinne von blutig, Effekte und sonst was, sondern auch ein paar fiese Szenen, was ja, ich sag mal, psychologische Folter angeht und Demütigungen. Und ja, das umfasst dann halt Sachen wie Brandmarken, Sachen wie, ja, dass sie den Hundefutter essen müssen und ein paar andere eklige Sachen. Also die werden hier schon hart rangenommen und ja, man zeigt halt auch, dass es natürlich psychologische Auswirkungen hat, vor allem weil es immer, ja, nicht nur dieses, wir schmettern euch nieder, sondern wir bauen euch auch auf, komm, ich pass auf, dass wir die anderen Jungs dich nicht zu hart rannehmen mit der ganzen Scheiße und naja. Ist sehr, sehr passig. Ich glaube aber auch hier, dass es dann doch schon sehr horrorfilmmäßig ist und manche Sachen, was mit den Pledge-Angelegenheiten, da mit dem Hazing zu tun hat, hier ein bisschen derber sind. Also, dass man da Leute nötigt, Hundefutter zu essen oder zu saufen, kann ich mir vorstellen. Auch, dass man Leute schlägt, demütigt, beleidigt. Das braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, dass das garantiert stattfindet. Dass man jetzt jemanden einmal auf den Bauch setzt, da Ratten reinpackt und den einmal erhitzt. Und wenn Ratten da oben die Hitze haben, dann wollen sie natürlich graben. Naja, ob das so stattfindet, ich weiß es nicht. Ich würde fast mal behaupten, da hätten wir wahrscheinlich ein paar mehr Todesfälle, die dem Ganzen da auf das Ganze zurückgehen. Aber was der Film da ganz gut macht, ist halt, dass er trotz der eher nerdigen und etwas, vielleicht auf den ersten Blick trashig anmutigen Hauptcharaktere, wie gesagt, diesen ernsten Ton auch durchzieht und halt auch mit der Folter wirklich eine bedrückende Atmosphäre schafft, die auch zeigt, die sind hier in einer wirklich, wirklich beschissenen Situation und ja, selbst als sie dann irgendwann raus wollen, da merkt man dann, dass das Ganze dann halt nicht nur einfach nur noch so ein Plätschspiel ist, hat auch noch andere Gründe, aber ja, also von der Atmosphäre, was das ganze Thema angeht, auch wenn er nicht wirklich gruselig ist, der Film, ja, das ist schon effektiv umgesetzt. Trotzdem kommt der Film um so ein paar kleine Problemchen halt wirklich nicht rum. Einmal ist natürlich die relativ kurze Laufzeit des Films und ich muss sagen, ich finde es schon krass, dass man hier vieles der Post-Production über Kickstarter finanziert hat. Also cool, dass sowas geklappt hat. Und auch Daumen hoch, dass Leute dann solche Wege gehen, um dann ihre kreative Vision umsetzen zu können. Ja, aber trotzdem hat der Film seine Problemchen mit dieser Laufzeit. Ja, natürlich steigert sich das Ganze, es wird immer schlimmer und irgendwann sagen die Jungs auch, wir wollen hier quasi raus, ne, mit ihren Mitpledges und das ist gar nicht so einfach. Aber trotzdem vermisse ich irgendwie so noch so ein bisschen eine Dramaturgie und auch der Einstieg, bis es losgeht. Verhältnismäßig auf die Laufzeit des Films gesehen dauert das recht lange und hier haben wir halt dann ja, drei Nerds, die auf ein paar Partys gehen und sich da eher zum Joghurt machen. Für die Charakterisierung vielleicht nicht ganz unwichtig, aber naja, spannend ist der Film nicht. Er hat, wie gesagt, eine düstere Atmosphäre, funktioniert in der Hinsicht ganz gut, hat auch ein paar fiese Szenen, aber ja, wie gesagt, dramaturgisch haut er einen halt wirklich nicht vom Hocker und die Hauptcharaktere, natürlich ist das, was sie durchmachen, heftig und nicht wünscht man keinem, aber so richtig mitfiebern tut man mit der Nerd-Truppe dann doch nicht, auch wenn man an sich geneigt ist, sowas zu tun. Also auch gerade mit Nerds, aber naja. Und ja, wie gesagt, der nächste Punkt, wo das ein bisschen problematisch ist, habe ich auch schon angedeutet. Für ein Drama ist das ein großartiges Thema. Für einen Horrorfilm, es funktioniert als Horrorfilm. Aber hinterlässt man so ein bisschen diesen Beigeschmack, will man das Szenario jetzt einfach ausnutzen, um ein paar fiese Folterszenen zeigen zu können?
Ja, dann kann man auch gleich einen ganz anderen Film drehen. Muss man nicht das Thema, ernste Thema des Hazings nehmen. Will man wirklich auf das Thema hinweisen, gut, dann muss der Film vielleicht noch ein bisschen schockierender sein als Torture, damit das dann wirklich noch sitzt und über den Horrorfilm hundertprozentig perfekt funktioniert. Und ja, so ist das so ein Middle-of-the-Road-Ding, das ja halt wirklich weder als Horrorfilm hundertprozentig überzeugt, noch als Drama hundertprozentig funktioniert. Und ist halt so ein bisschen ein Zwiespalt, der den Film natürlich von vornherein so ein Cap setzt, wie gut er sein kann. Aber naja, letzten Endes ist Torture trotzdem ein durchaus gelungener Film. Gefiel mir auch besser als, wie gesagt, der einzige vergleichbare Horrorfilm, der mir gerade einfällt, Pledge Night. Ja, er ist halt an einigen Stellen wirklich fies, zeigt auch nicht nur physische Folter, sondern auch psychische Folter, die oft auch wirklich viel gemeiner noch ist. Hat auch einen coolen Twist noch gegen Ende, der das Ganze ein bisschen nicht in einem anderen Licht darstellen lässt. Aber ich will hier nicht zu viel spoilern. Das hat mir aber sehr gut gefallen, der Twist. Ja, aber so fies die Atmosphäre ist, so fies einige Szenen sind, so gut vieles funktioniert. Ich frage mich, wenn man wirklich das Thema kritisieren möchte, hätte man da nicht auch ein Drama in dem Bereich drehen können, das ein bisschen heftiger zulangt? Oder halt wirklich einen rein exploitativen Horrorfilm, der gar nicht versucht, den Anspruch zu erheben, hier irgendwas kritisieren zu wollen, nämlich dieses Hazing. Und von daher, Torture, durchaus solider Streifen, kann man sich angucken, gerade wenn man sich für das Thema interessiert, aber ja, umgehauen hat er mich nicht, aber war auch definitiv nicht schlecht, also solide. Solide trifft es, glaube ich, am besten. So, das war's. Ich freue mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, hier habt ihr noch eine Playlist mit ähnlichen Videos, eine Empfehlung von YouTube und ja, eins meiner neuesten Videos auch noch zum Anschauen, um die Zeit zu überbrücken. Also, viel Spaß noch.